In einer Pressekonferenz der SP Niederösterreich und des Landtagsclubs der SP Niederösterreich wurden die Schwerpunkte für 2015 präsentiert. Für uns der Schwerpunkt ist der Schwerpunkt des leistbaren Lebens. Und da gehören viele Faktoren in unserem Leben und in den Gemeinden dazu. Und wir Vertreterinnen und Vertreter der Städte und Gemeinde auch in Niederösterreich legen einen besonderen Wert, dass die Menschen ein gutes und leistbares Leben haben. Deswegen glaube ich, wollen wir hier an dieser Kostensenkung arbeiten, mit dem gleichzeitigen Effekt, neue Arbeitsplätze zu schaffen, Arbeitsplätze in diesem Bereich abzusichern und vor allen Dingen auch der älteren Generation die Gewissheit geben, dass sie im Alter bestens betreut sind. Die Kommunen und die Wirtschaft bilden für mich gesehen eine wirklich sehr eng verzahnte Partnerschaft, in der das Florieren des einen eigentlich den Erfolg des anderen erst ermöglicht. Geht es den Menschen gut und vor allem geht es den Gemeinden gut, erst dann geht es der Wirtschaft gut. Die Kommunalpolitikerinnen zeigen Tag aus, Tag ein wirklich, was sie leisten und sind Tag aus, Tag ein auf dem Prüfstand der Wählerinnen und Wähler und leisten, das kann man sagen, wirklich hervorragende Arbeit, was das Lebensgefühl, was das leistbare Leben betrifft. Wir haben gemeinsam mit der Bevölkerung viel erreicht, aber es liegt auch noch sehr viel vor uns. Ich habe vor wenigen Tagen ein Programm für die Zukunft vorgestellt, 66 Punkte für unsere Stadt, die Allzeitgetreue. Und es gliedert sich im Großen und Ganzen in die Bereiche Soziales, Arbeit schaffen, damit die Menschen Beschäftigung haben, einen kleinen Wohlstand erwirtschaften können, wieder konsumiert die Wirtschaft beleben. Das zweite ist Investment in die Wirtschaft selber, Lehrlingsstellen, Offensive und Ähnliches und ganz massiv investieren in die Bildung, Ausbau, Campus, Fachhochschule und Ähnliches. Natürlich auch Kultur, Umwelt und so weiter. Es gibt viele Bereiche, aber wir haben drei Säulen: Soziales, Arbeit schaffen und Bildung. Das ist eine Notwendigkeit, wenn es im wirtschaftlichen Bereich ein bisschen der Motor zu stottern beginnt, dann muss man auch durchaus einmal das Herz haben, antizyklisch zu investieren. Das haben wir in meiner Heimatgemeinde gemacht. Das mit sehr viel Erfolg, muss ich sagen. Und wir konnten wirklich unsere eigenen Betriebe und wenn es im eigenen Bereich nicht mehr möglich war, zumindest Betriebe aus Niederösterreich festmachen, an unseren Projekten teilzuhaben. Und damit haben wir nicht nur in der eigenen Heimatgemeinde, sondern auch für das Land Niederösterreich die Wertschöpfung im eigenen Bereich gelassen. Wenn ich sozusagen wirklich ankurbeln möchte, dann muss ich den unteren und mittleren Einkommen die ausgeben, die es nicht horten, die es auch brauchen, Geld geben, dass die im Umlauf bringen und sozusagen nicht sofort wieder aus der Geldtasche entnehmen und herausziehen.